Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Miscreated mit dem Ranzratte und dem lieben Smoker, der Smokerine sollte man besser sagen. Ne? Und der Benny ist natürlich auch dabei und ich bin der Sarza und wir spielen heute auf einem anderen Server. Wir haben jetzt einen eigenen Server und deswegen sind unsere Charaktere ein bisschen anders. Wir sind auch ein bisschen weiter weg, als wir vorher waren von Woodhaven, aber... dafür umso frischer dabei, oder? Mit schönem Wetter. Oh, klar. Schön. Richtig. Ja, freue ich mich, ne? Was wollen wir heute machen? Gesicht waschen oder so. Ja, auch nicht keine unten im Wasser. Ding. Aber das ist verseucht. Traust du dich zu springen? Nee, absolut nicht, Mann. Warum? Wenn du da trinkst, brauchst du keine Lampe mehr. Feigling. Niemand mit mir. Sollen wir mal nach Sultan jetzt reinlaufen hier? Und da wo befindet looten? Sich Sultan? Da. Oh. Da. Sag mal, was bist du eigentlich so nackelig, Smoker, du? Smokerine. Ich suche Kontakt. Ja, gut. Geh da weg, gut. Ich meine, so lange ist die Apokalypse noch nicht am Laufen. Du läufst alleine, Smoker, bitte. Oh. Oh Gott. Ich suche Kontakt, der geht direkt ein paar Schritte zurück. Ja, so eine Frau mit der Stimme, Alter. Ungern, oder? Ungern. Wie heißt du? Helga. Schön. Oh, guck mal, hier gibt es einen Benzinkanister, glaube ich. Oh. Ja. Den kann Schluck. Ich mitnehmen. Den kannst du auch trinken, da ist Wasser drin. Ah, ja, kann genau, nur tragen. Wasser. 7 Kilo, aber ich hab auch so einen am Start. Also ich habe ein bisschen Dieseltreibstoff. Falls möchtest du mir irgendwas sagen mit deiner Lampe? Du blinkst mich hier an. Nee, welchen Zufall. Soll ich zurückblinken? Sultan. Hallo. Hallo. Welcome to Sultan. Warum heißt der Ort Sultan? Weiß ich gar nicht. Hier ist damals eine Karawane durchgezogen. Wahrscheinlich. Ja. Ist aber schön. Mal hier anfangen. Oh, da ist ein Monster. Groß, klein? Klein. Mittel? Klein. Ich halte das Messer bereit. Mokarine macht das. Boah, richtige Kampfbraut, ey. Ja, sehr gut. Boah, du hast so eine Riesenaxt da, du. Ja. Boah, die ist das ist die Feuerwehraxt hier, ne? Ja. Voll geil. Daisy-Pendant, ne? Wir brauchen nur da hinten läuft noch so ein Vieh. Ist gerade über die Straße gelaufen. Nach links ins Gebüsch. Was liegen hier für Sachen? Wo? Eine Mütze. Und ein Shirt. Eine Wasserflasche. Okay. Fass ich nicht an. Wer weiß, wer das gehabt hat. Ey, hier ist Munition. Was? Für was? 45 ACP. Ja, komischerweise habe ich ja meinen 1911er, aber... Ach ja, stimmt. Nee, ich brauche... Hast du ein Magazin dafür? Warte, ich guck mal, ob das vielleicht ein Magazin hier. War. Ich habe jetzt nur kurz drüber geschaut. Weil das geht so leider nicht. Hier, das ist tatsächlich... Ja, ich glaube. Oh, warte, ich wär's lieber nicht hier in die Wiese, dann siehst du nie wieder. Ja, komm mal auf die Straße hier. Ja. Ups. Et voilà. Wie das knallt immer, ne? Als wenn du 5 Kilo Metall hinschmeißt. Kannst du das benutzen? Mal. Ich weiß es nicht. Also draufziehen geht irgendwie... Drüberziehen geht nicht. Okay. Geladen ist es. Also laden konnte ich. Aber das ist A45 Magazin. Für HK45, okay. Nicht ja, ACP. Ich kenne mich da noch nicht aus mit den Waffen. Hä, aber... Die ACP-Rounds passen doch in das Magazin, also kann ich die doch eigentlich einführen. Mhm. Ja, zieh doch nicht auf uns, wenn du hier schießt. Ja, geht doch nur. Nee, geht nicht. Du hast aber noch eine Waffe im Hive da, was ist denn das für ein Ding? Schrotze. Nee, die kleine. Ach so, im Hive da. Das ist so eine 9mm Pipi-Waffe hier, so eine gecraftete. Crazy, die sieht ja verrückt aus. Ja. Okay. Boah. Du musst doch nicht gegentreten, Smoker. Wenn du sie haben willst, dann sag es hier, ich leg sie dir hin. Nee, bitte schön. Nicht. Nimm sie. Hier, komm, nein, weißt du? Du bist direkt wieder aggressiv, Frau, ey, ehrlich. Ja, gut, dann nimm ich die. Ja, nimm sie dir ruhig. Geh weiter. Weiter geht die Reise. Will dir mal die Waffe aus der Hand treten, ey. Boah, sieht aber richtig heftig aus hier. Sieht mega krass aus. Hat die Natur sich alles zurückgenommen. Oh, hier rein. Geh mal woanders rein. Okay, ich laufe die Straße weiter durch. Aber auch einer und das ist nicht mein Magen.
Boah, ich hab auch richtig Hunger. Ja, ich hab auch Hunger. Verdammt. Ich hasse es, mit Hunger zu spielen. Sag mal, in den Couches und in den Trash und so, da findet man... Oh, hier ist ein Gerippe. Da findest du selten was, ne? Ja, ne, da findet man nie was. Ja, ich hab da auch noch nichts gefunden. Boah, ist schon cool. Wenn einer einen Rucksack findet, bitte mal Bescheid sagen. Brauche ich auch. Da. Wir finden euch schon irgendwann ein. So in 3-4 Folgen. Okay. Ich bräuchte ein verdammtes M16, ey. Magazine sind da. Und wir haben auch die Kommentare gelesen. Und ja, wir müssen uns besser umschauen. Und ja, wir werden immer noch trotzdem sehr viel verchecken. Unter den Betten gucken, ne? Das liegt einfach an unserer Mentalität. Unter Tischen gucken und all so ein Schnickschnack. Und Leute, ich habe eine weitere Waffe gefunden. Was denn? Check ich gerade aus. Es ist eine Carlington BA-70. Keine Ahnung. Bolt Action Rifle. Ach, cool. Boah, geil. Ha, verkaufe ich dir. Brian Green. Für was? Boah, da kommt ein fettes Vieh die Straße entlang gelaufen. Oh! Was? Alter. Hilfe! Oh, ich sehe es aus dem Fenster. Der sieht aber ungenüsslich. Hier. Hey, die macht keinen Flachs. Oh, hier oben auch bei mir. Scheiße. Okay, wo bist du denn? In dem Haus. Benny? Benny, könntest du... Geh doch in eine andere... Geh doch in eine verdammte andere... Oh, Hilfe. Geh doch in eine verdammte... Was ist das denn? Wo ist das denn? Oh Gott. Ja, mein Problem. Ich hab halt nur einen verdammten Schuss. Ja, wenn überhaupt. Gut, ich hab auch noch mal zwei. Nein, welche Richtung? Keine Ahnung. Wo seid ihr hin? Ah, nein. Oh Gott, Alter. Er hat mich richtig gehittet. Scheiße. Scheiße, scheiße. Boah! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Hier ins Haus. Oh Gott, ey. Wo ist der hin? Wir hinter mir her. Ach du heiliger Christopher Ross. Hallo. Schieß auf ihn, er hat schon einen Schuss drin. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Pass auf, Benny, hinter dir. Bam. Oh Gott, ey. Komm her, Benny, komm her nach hier. Fuck, okay. Kleiner. Ich blute. Ich auch. Ja, komm her. Zwei Schuss hat er drin und es hat nichts gebracht. Komm nach hier, komm zu uns. Noch ein Hit oder so. Okay, einer ist down. Aber ich bin gut getroffen. Jetzt, Smokaline. Fuck. Habt ihr eine Bandage oder sowas? Mach ihn fertig, mach ihn fertig. Komm her. Nein, Vorsicht. Oh, ich hab noch 23. Jungs, ich brauche eine Bandage. Weg. Ich auch. Tappt alle drauf, was geht. Oh Gott, der fistet uns gerade richtig. Oh! Oh Gott! Ich hab nur 3%. Ja, ich bin auch gleich down. Also 6. Oh mein Gott! Oh. Nein, 5. Den kriegst du so nicht down, ne. Oh Gott, fast tot. Oh Gott, ich muss mich brauche eine verdammte Bandage. Nein! Oh, da ist einer down. Nein! Ich bin am Leben. Ich verblute auch. 3% Leben. Man kann mich vielleicht retten. Ja, genau. Hm? Retten. Ja, ich wach wieder auf. Geil. Oh Kacke. Ich muss mich verbinden. Alter, mega. Du hast mich gerettet. Aber ich blute immer noch. Ich brauche sogar mehr Bandagen, glaube ich. Ah, da hinten. Nee. Aber ich bin jetzt tot, glaube ich. Ach du heilige Scheiße. Nein! Nein! Der Dicke ist auch immer noch hinter mir her, im Übrigen. Und ich finde nichts zum Verbinden. Ich guck mal meine Leiche. 4%, ich bin jetzt gleich tot. Ah. Nein! Ich gebe dir noch einen mit, du Drecksvieh. Oh, doch nicht, aua. No. Ich bin tot. Scheiße. Massensterben. Oh, da kommt er zu mir. Ja, lass dich töten, Gerrit. Wir warten dann circa 4 Stunden, bis wir uns wieder aber geil, haben. Dass da auch so krasse NPC-Gegner gibt, die so richtig hart wegboosten können. Ey, muss ich ja mal einen Raum werfen. Finde ich Benny, cool. Benny, bist du auch tot? Nein, jetzt, ich lebe noch. Jetzt bin ich tot. Ich auch. Okay, Massensterben. Würde ich sagen, machen wir hier mal einen Schnitt und melden uns gleich zurück. Alter, rennt wer? Bleib mal stehen, Gurt. Oder spring mal gerade. Ja, musst du ja sein. Ach, ja, hier. Hey. Na, hast du schon mal dann Loot? Hm? Hast du schon irgendwas? Nö. Dann kannst du sterben. Das ist ja eine nette Prognose. Aber hier geht's lang, ne? Hoch? Smoker? Ich kann dich aber eh nur kicken. Hier unten ist eine Straße, hier. Okay. Hoch? Wo bist du? Das ist mitunter das behinderte Admin-Menü überhaupt. Ah, da vorne, da. Geil, hier gibt's Äpfel. Ne, echt? Ja, Mann. Lecker, vom Feinsten, ey. Boah.
Hab ich ja. Ist da noch einer für dich? Ich habe 3 Stück gefunden. Ich teile mit dir. Hier. Äpfelchen für dich. Guck mal. Hast du mir gerade den Apple Kitchen geworfen? Ja, kannst du. Cool, weg. Wo ist der? Renn hinterher. Ein bisschen angegammelt an der Seite. Hier hinten. Hier hinten. Wie weit wollt ihr denn? Bin ich denn nur? Oh Gott. Komm her. Ja, schön. Ach, guck mal, da rennt es weg. Das kleine. Ach, guck mal, da winkt es dir, Smoker. Oder auch nicht. Hier liege ich. Aber ist nichts mehr da. Nimm dir eine Waffe. Hier liegt nichts mehr bei meiner Leiche. Ich hab auch nichts. Hast du schon den großen Rucksack von mir genommen gehabt? Ja, ne? Ich? Nee. Wo liege ich denn dann? Deine oh nein, Leiche ich blute. Ich glaube, du hast doch meinen Stuff genommen, oder? Ja, ja, den hast du genommen. Genau, und dann müssten der ganze Krempel ja irgendwo liegen. Wo bist du denn gestorben? Weil meine Leiche liegt ja auch noch hier. Keine Ahnung, hier irgendwo, in dem Bereich, bei dir hier. Guck mal. Ja, da sind wir auch wieder zurück nach unserem kleinen desaströsen Unfall und sind wieder total krass gelootet. Der Smoker hat jetzt sogar ein... Alter Schwede, was ist du denn? Wie siehst du denn aus? Ninja. Ninja. Und du auch hier mit deiner komischen Schweißermaske? Ja. Ey, nice. Ungefährlich. Und dir, der Footballspieler ist auch am Start. Und ich habe hier so einen Cowboy-Hut auf. Also, die Karnevalssitzung geht weiter. Warte mal, YMCA. Ey, Leute, ohne Scheiß. Wir haben gerade hier 2 Stunden, sind wir durch die Gegend geeiert und haben wir probiert, oder 3 oder 4. bis wir hier, also dieser Schnitt hat eigentlich 3 oder 4 Stunden gedauert, bis wir hier wieder waren und alles zusammen hatten, weil immer irgendwie gestorben ist und dann wieder Hickhack und Pipapo. Aber jetzt geht's weiter, ne? Was wollen wir denn machen jetzt? Irgendein schönes Örtchen finden, wo wir meine Base bilden oder so. Ja, ja richtig. Damit wir mal irgendwie eine Box haben, in der wir Waffen safen können oder so. Also Benny, du bist jetzt hier der mit dem Gasmäskchen, also nicht genau, Schweißermaske. Ja. Der Footballspieler ist der Ranzi und du bist die Girly Ninja. Und ich bin der Cowboy. Okay, Leute, seid ihr bereit? Ich baue noch eine Knarre oder so, aber ihr habt ja auch nichts. Ich sehe. Nö, kein Bock, ich bleib hier sitzen. Okay, ciao. Ups. Oh, guck mal, seht ihr diesen Wasserturm da hinten? Ja. Ja. Boah, geil, da gehen wir hin. Da in die Richtung. Ja, oder? Ja, ja komm, gehen wir da hin. Aber nur, wenn ich der Smokerine auf den Arsch gucken kann. So. Aua. Okay, machen wir. Nimm deine Griffe vom Hintern. Boah, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Die Viecher sind hart, wir haben unsere Lektion auf jeden Fall jetzt gelernt. Alter, diese Mutanten, ey, leck mich am Arsch. Die haben, glaube ich, eine Pull-Rate von 1 Kilometer, Alter. Ja, ey, dagegen sind unfassbar. Die, das ist gar nichts. Oh, das ist gar nichts. Oh, geil. Das ist ein Schild. Oh. Warte, da ist bestimmt eine Hunting-Rifle drin. Beansprucht. Ja, hier ist ein Ding drin, hier so eine selbstgebaute Munition. Boah, cool. Ja, wie die Geier alle draufhechten. Mit Magazin. Nee. Geil. Und wer hat sie, der Smoker? Nee, ich hab die nicht. Wer denn? Wer hat sie jetzt? Dirk. Was machst du da? Ich hab sie geklaut. Ah, du hast sie geklaut, okay. Hallo. Der Footballspieler hier. Ja. Braucht noch jemand einen Baseballschläger? Nö. Ich hab ein Messer hier. Vielleicht. Stech die alle ab. Weiter. Oh, die ist aber schön. Gefällt mir. Wo ist denn der Wassertank? Ja, ich sehe den gerade nicht vor lauter Bäumen. Geradeaus weiter hier einfach. Hier steht ein Auto. Hier. Nee. Ja, Tatsache. Was? Aber das ist das fahrbar? Nee, nee. Das sieht nicht so aus, als wird das noch fahren, immer bei aller Liebe. Ich glaube auch nicht. Guck mal, da war einer Pflanzen kaufen. Vor der Apokalypse. Oh. Kleingärtnerverein. Wir brauchen noch Efeu für den Yachten. Ach, schön. Was denkt ihr, wie lange die Atomapokalypse hier schon Bestand hat? Oh, locker 10 Minuten. 10 Minuten, ne? Vielleicht 15. Ja, findest du. Ey, Digga, du musst nicht direkt mit übertreiben. Nee, ein paar Stunden. Wo ist denn jetzt dieser Turm, wie wir gelootet haben? Ja, stimmt, ein paar Stunden geht's. Oh. Ach ja. Du siehst ja auch verrückt aus, Benny. Ja. Sag mal, cool, wir hatten so coole Sachen eben noch, Leute. Traurig, ja. Oder? Mann, jetzt sind wir wieder wie so kleine Hansis am Rumrennen. Machst du nix. Zu welcher Straße jetzt sind wir jetzt zu dem Wasserturm? Ich würde sagen, nicht so weit weg von der Stadt, oder? Aber wir wollten noch zu dem Wasserturm. Oder laufen wir gerade zurück zur Stadt? Wo ist der Wasserturm denn? Ja, nee. Ja, der ist weg. Ja, ich dachte, der ist wo.
Ich renne euch einfach. Ja, wo ist der denn? Er hat sich gedacht, ach nö, da kommen viele Leute. Nö, ich lauf. Der Rastrat hat gesagt, einfach geradeaus. Ich hab gar nichts gesagt. Ja, ja. Ich hab da waren wir noch im Wald. Ich hab Video von Ich hab's auf Video. Dann spülen wir die Kassette zurück, Junge. Der muss da gleich kommen. Da vorne ist er doch. Da ist er da auch. Ja, Mann. Ja, wisst ihr, ich hab doch gesagt, geradeaus. Er hast du gut gemacht. Ja, siehst du. Doch, hier ist schön. Wer ist da ist? Okay. Boah. Ich hätte mir doch besser diese Tonschuhe da holen sollen, die da eben rumlagen. Augen, Vorsicht, Bergsteigung, gefährlich, viel Zeit. Oh, boah, das sieht aber krass aus, Leute. Guckt euch das mal an. Ja, krass, einen Wasserturm. Heiliger Bimbam. Ich finde das aber voll geil. Ich das Arsch. Boah, wollt ihr da jetzt hochklettern? Ich kletter da oben liegt bestimmt eine Sniper-Rifle. Wieder laufen. Ja. Benny, du wer hast geht da jetzt hoch? Plot sein, ne? Was hab ich? Schnuck. Dieses Plot sein. Plot sein? Ne, ich hab leider keins. Doch, was du aufgehoben hast im Supermarkt. Ey, soll ich da jetzt hochklettern? Wie ein Plot sein. Ich tue das ist ein Plot sein. Komm, ich hab das aufgehoben. Du hast es aufgehoben? Ja, und du hast mich hingeholt. Das kannst du ja jetzt gucken hier, ob man hier was claimen kann. Ach du Scheiß, wenn ich jetzt wieder sterbe, ich raste aus euch. Ich drop dir das hier hin, bitteschön. Ey, wenn du jetzt da runterfällst und stirbst, der Apokalypse. Ich könnte das hier placen, hier. Hier direkt unterm Wasserturm? Direkt, aber... Oh Gott, ich hab jetzt schon ein bisschen Höhenangst hier oben. Also, ich glaube, das ist echt gar nicht mal so scheiße für eine Base, doch, weil ich, man... kann ich. Also, wenn wir hier eine Base bauen würden, das wäre mega nice, eigentlich. Boah, weil wir haben da hinten sofort ein paar Häuser. Ja. Man kann auf den Turm und Leute wegsnipen. Man weiß es nicht. Hier eine Base bauen, sollen wir versuchen. Ich meine, wir haben Bäume drumherum. Ja, klar, Holz ist hier. Da. Ja. Das Land sieht schön aus. Ja, mir ist das eigentlich relativ wumpe. Aber da hinten ist noch ein Strand, ne? Ist auch nicht schlecht. Der will das wieder extravagant hier, ey. Der braucht wieder einen Strand. Ich baue dir auch einen Pool. Echt? Dann ist okay. Ich traue mich nicht weiter nach oben, ey. Ich hab so Angst. Also soll ich das hier hinsetzen? Benni, traust du dich ganz nach oben? Bist du immer so ein Mutiger, ne? Ja, warum nicht? Vielleicht gibt's da ja was. Also hier in der Mittelstation ist nix. Oh, ich merke gerade, Caps ist Ingame-Voice. Aus Versehen aus... Okay, ich hab geclaimed. Oh Gott. Du hast geclaimed hier unten? Ja. Leute, ich komm nicht an diese scheiß Leiter ran, doch. Oh. Gehst du hoch oder runter? Oh mein Gott, ich geh wieder runter, Alter. Das ist mir zu tricky hier. Theoretisch gesehen, könnte man doch jetzt einfach... Das Jahrtausend da oben liegt. Wenn ich nur einen falschen Schritt mache, häng ich gleich wieder 2 Stunden. Man könnte doch einfach eine Mauer von Pfosten zu Pfosten hier ziehen, eine Türe rein und dann ist das hier sozusagen unsere Base. Boah. Das heißt... Die Leiter vom Turm ist in der Base. Da hätten wir ja quasi... Boah. Ja, du kannst, warte wenn mal, hier kann ich hier rangehen, warte, so. Ja, können wir, ist doch schon geclaimed. Ach, geht, geil. Okay. Warning, claimed land. Okay, das ist jetzt die Workbench, ja? Nee, das ist eine Foundation, eine schmale. Das ist eine Foundation? Oh Gott. Oh, eine ganz schmale. Gibt da ja 3 verschiedene. Das sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Ja, es sieht echt scheiße aus. Muss man einfach sagen. Vor allem steht die Seiten der Luft mit einem Bein. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja, danke, dass du mir eine Bank gebaut hast. Hey, na? Bleib ruhig. Tut mir leid, heute nur mit Gästeliste. Habt ihr eigentlich mein krasses Bandana gesehen? Oh, ja. Oh. Boah, der sieht auch richtig pervers aus hier. Wenn ich so nackt mit diesem... Alter Schwede. Okay, ja, also hier bauen wir unsere Base. Ist das gut? Klappt ja, das? Würde ich schon sagen. Oder? Ja, von hier okay. Muss man denn eine Foundation haben, um Wände setzen zu können? Das wäre jetzt so die Frage, weil dann könnte man sich theoretisch sogar eine Foundation sparen und einfach hier so die Wände drumherum ziehen einmal. Doch, du setzt auf die Foundation, setzt du am Rand dann die Wände. Ja, aber dann könntest du ja diese schmalen Foundation-Dinger hier so lang bauen, oder? Ja. Also du ja. weißt, wie ich meine. Ja. Ist doch cool. Wollen wir da mal kurz da hinten die Häuser mal eben kurz einmal durchlooten gehen? Ja, dann organisieren wir was.
Oh, Wetter verändert sich, oder? Ist nur eine Wolke. Ich glaube, das ist nur eine Wolke und es wird gerade dunkel dadurch. Schönes Örtchen haben wir uns hier ausgesucht, du. Ja. Aber es sind gar keine Mutanten irgendwie. Die sind ja nur in der Stadt, glaube ich. Echt, in den Dörfern auch bin nicht? Still. Ich glaube nicht. Doch, warte mal. Aber es gibt auch Wölfe, ne? Denk dran. Ja. Da ist auch was, hör mal. Hier liegt ein Hammer. Falls ihn einer braucht. Eieieiei. Was hast du? Taschenlampe an. Ich dachte gerade eben, ich hätte was gehört. Weil die sind halt wirklich unabdingbar, diese Viecher. Die sind so okay, krass. Okay, die erste Kiste Zombies. Steht. Habe ich einfach da drauf gesetzt. Erstmal. Eine Kiste? Ja, ja. Das ist schon mal gut. Es ist halt wirklich so, ne? Wie schnell die einen erwischt. Du kannst dich auch versuchen, die langsam vorbeizuschleichen. Es wird nicht klappen. Es hilft nur noch rennen, ja. Beine in die Hand oder kämpfen. Ja, vor allen Dingen, die haben halt die übelste Agro-Rate. Das ist das Schlimme. Mhm. Die sind richtig krass. Also die entdecken dich echt von Meilen Entfernung. Sagen die, ach guck mal, der Ranzratte, den gönne ich mir heute. Den esse ich mal. Der macht richtige Kackvideos, ey, boah, den esse ich. Danach ein Beinchen von Benny. Ja. Benny-Beine. Und noch geräucherter Smoker. Boah. Er wird auch. War Witz. Ey, du auch hier. Jo, na, wie geht's dir? Nachbar! Finger weg von meiner Frau, du Assi! Gut, ne? Keine Sorge, hatte ich schon längst, das hat sich gelohnt. Du hast eine Axt, ne? Stefan. Ich hab eine Axt, ja. Brauchst du die? Ja, für Holzfällen, ne? Jo, das klingt recht logisch. In welcher Richtung seid ihr gelaufen? Ich habe nur das Problem, ich loote hier gerade und ich bin faul. Ja, mach dann, wenn er gleich zur Vollzeit zurückkommt. Ja. Wir können mal zum Airfield laufen. Jo, haben wir. Haltet ihr vom Airfield? Ja, gerne, Alter. Super. Hey. Airfield. Das ist in dieser Richtung. Ich würde aber halt nicht so laufen. Würde ich nicht schreiben. Was war denn das jetzt? Geil, Alter. sorry, durch diese. Warum leiden wir? Mit dieser Maske im Gesicht kann man halt nicht richtig reden. Ja, klar, sicher. Schieb's auf die Maske. Sieht aber gut aus. Mit dieser Maske im Gesicht, die du trägst, hättest du auch nicht trinken können. Also erzähl nicht. Das war schön, ey. Okay. Ja. Seid ihr bereit? Haus drin, ne? Für einen Satz. Oh, hier liegt ein Bogen. Braucht einer einen Bogen? Okay, seid ihr bereit? Nee, oder? Ist er gut? Ja, hier liegt halt ein Bogen. Hast du Munition für deine Waffe? Ey, ich will einen Bogen. Ich hab gar nichts. Ja, dann. Gib dem Benny den Bogen. Damit kann ich anderen Leuten ins Bein schießen. Ja, ja. Der liegt hier. Wo? Ich kann den nicht mitnehmen. Bei mir im Haus. Ich würde es gerne markieren, aber ich hab keine Karte. Was ist dein Haus? Welche Farbe hat dein Haus? Gib mir mal deine Axt, bitte. Eine hässliche. Warte, ich muss rausgehen und gucken. Es ist das Rote. Das große Rote. Ah. Das Gegenüberliegende. Kann man so doof sein. Can't carry item. Nimm doch mal die Axt! Nee, geht nicht. Can't carry item steht da. Warte, ja, du musst die Waffe von Nummer 1 tun. Oder von. Nee, das ist für Nummer 4. Wo ist hier ein. Da. Das ist ein zweiter Primary Slot. Eventuell muss das Cantana droppen. Dann gib mir das Cantana, dann hebe ich das auf für dich. Okay. Ja, jetzt geht's. Boah, okay. Und 6 Alu-Pfeile. Was hast du denn für einen geilen Rucksack? Dreh dich mal um. Ja, guck dir den mal an, Junge. Zeig mal deinen Hintern. Ich würde dir sagen, wo der her ist, aber es wäre ein Placement. Schön. Nicht schlecht. Okay, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns dann wieder den nächsten. Alter, ist das dein Ernst? Ja. Du hast die ganze Zeit so richtig geilen Stuff am Start und sagt uns gar nichts. Was hat der? Vorhin, die habe ich gerade gelootet in diesem Hochstand. Ein Tor steht da sogar drauf, Alter. Was? Ja, da steht Tor hier. Tors Hammer ist das nämlich, die Waffe. Wie Benny guckt so. Wenn du diesen Masken. Das ist ein bisschen. Ey, Alter, du siehst so aus wie so ein richtiger. Oh Gott, nein, ich sag's. Hä? Nee. Den habe ich doch bei Wrong Turn gesehen. Was? Wow. Okay, sollen wir gehen? Ja. Dicker, ich bin startklar. Lass mal gehen. Schlitzen ein Kadaver mit meinen Cantana.
Was? Katana. Katana. Aber du hast schön Katana. Weil ich, ja, wenn ich, du sie so hast, ne? Katana. Das ist das beste Wortspiel eigentlich. Das, weil ich schon überall Kanten reinhaue, heißt das Ding Kantan. Nee, weil du so eine Kante schlecht bist. Oh! Boah, können wir aufhören? Cringe. Wo ist denn Smokey? Ja, ich weiß auch nicht, ja, wo er ist. Ich bin hier am Bauen, ihr Vögel. Wie, wo denn? Ach so. Wir am Bauen. Ach. Wir wollen zum Airfield. Ja, und wir haben das Sachen looten. Plan schon längst aufgegeben. Ja, wer baut denn hier? Ja. Dann, also du baust und wir gehen zum Airfield oder was? Und wenn wir wiederkommen, steht dann im Base. Was? Ich hab grad mal zwei Foundations jetzt fertig. Hier an der Base noch gerade. Hallo! Keine Kaffeemaschine, Benny. Boah, du hast hier richtig was ausgebaut hier, du. Oh. Shit. Okay, das funktioniert. Gehen. Ja, lass gehen. Ist eh morgen wieder zerstört. Ist aber, baust du dir so ein geiles Haus, freust dich am Abend und am nächsten Tag steht da noch irgendwie so ein Holzstümmelchen. Kennt jeder. Kenn ich Zettel dabei, danke. Wo sind denn die beiden Jungs hier? Haben die sich versteckt? Wir sind so stumpf doof gerade, Alter. Dann. Wir leuchten uns an. Okay. Ihr wart noch nie große Leuchten. Wow. Okay. Leute. Ab zu dem Airfield. Okay, das war's für diese Folge vom Let's Play. Ja, hier lang geht's. Querfeld ein. Querfeld ein, okay. Airfeld ein. Ey, vor dem Airfield machen wir den nächsten Cliffhanger. Smoker, bereite dich schon mal auf die Abmoderation vor. Ja, und die wird der Knallerei. Jetzt hast du ungefähr noch eine Minute. Ja. Immer Afka. Das machst du da rein. Geil. Das ist ein gutes Video, ey. Ein guter Running Gag eigentlich. Ich würde sagen, Smoker macht einfach immer die Abmoderation. Wow. Ja, super. Wie cool. Boah, sieht aber schön aus, wie wir hier über das Feld laufen und so. Ja, mach doch ein Thumbnail. Ja, den hab ich ja schon. Oh ja. Ja, stimmt. Ich brauche auch noch ein Thumbnail. Das war weit, Benny. Ja. Gar nicht mehr. Ja, ist kalt so. Ja. Oh, hier ist ein Weg. Ach. Ja, das ist gut. Natürlich. Oh, hier kann man Sticks sammeln in diesen großen Gebüschen. Denk dran. Einfach weiter querfeldein. Ich hab da mitgenommen. Ein Magic Stick. Oh, da ist es schon. Einer. Da ist doch einer abhandengekommen. Mocha? Ja. Yeah. Mocha? Ja. Oh, das ist voll der krasse Zaun. Alter. Das ist voll also geil. Muss man einen Eingang suchen. Geil, lass uns schnell hier rein, bevor die ganzen anderen Leute kommen. Oh ja, stimmt. Dann verschanzen wir uns und warten 5 gleich. Stunden. Ist das schon ein Plan? Erfield? Ja, hier sind die Hangars. Okay. Gehen wir die Hangars erstmal durch. Ich nehme den rechten. Ja, okay, ihr bleibt alles zusammen. Ich komme dann wieder zurück, hallo. Können wir es nicht aufteilen, jeder in einen Hangar? Ja, besser, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Hier ist nix. Weil denn, das ist alles in diesen Boxen. Toll, ich suche mir das schlechteste Ding, Dutch so einen hässlichen Box, Container, ja. Weißt du? Ach. Hier könnten auch Fahrzeuge sein. Easy. Ein Reifen passt noch in die Hosentasche. Ja, klar. Gar kein Thema. Ich hab ein Lenkrad. Nee, das ist schon mal was. Passt auch in die Hosentasche. Hier ist ein großer Hunter-Backpack. Boah, geil. Wo denn? Der rechte Hangar, wenn ihr vor den dreien steht. Da kommt die andere Seite. Ich kann auch gern wer anders natürlich nehmen. Ja, ich hab hier einen großen Rucksack, von daher gönnt euch. Was ist mit dir, Smoker?
Ich hab großer Rucksack. Also wie gesagt, in dem einzelnen Hangar. Oh, hier leben welche. Ja, hier haben welche gelebt, scheinbar. Aber nicht lange. Aber da, wo du rausgerannt kommst. Geil, gönn ich mir, dankeschön. Immer gerne, hör mal. Extra für dich dort platziert. Ey, unglaublich, wir haben schon fast hier so 20 Minuten durchgängig sind wir am Leben. Ja, das ist schon Fortschritt. Oh ja, das stimmt. Hier liegt eine Schrotflinte. Was findest du denn die ganze Zeit? Ich bin irgendwie blind, habe ich das Gefühl. Ich sollte echt mehr... Muss ja aber auch mehr suchen, ne? Auch ja, Schrotflinte? Ding sehr versteckt. Ja, schon. So, die ist hier in dieser Baracke. Ist er ja. Auf dem Schrank links. Boah, geil, Alter. Was denn? Ja, die Flugzeuge. Ja. Yeah. Sieht aus wie so Antonov-Maschinen, wa? Boah, voll geil. Der schöne Rucksack. Kann man damit fliegen? Also so wie die aussehen, würde ich es dir nicht empfehlen. Ja. Okay. Man kann Fahrzeuge aber stehen hier auch keine, leider. Boah, dieser scheiß Zaun hier, Alter. Die sehen echt geil aus. Ja, wir müssen einmal über das Rollfeld. Sollen wir uns am ersten Flugzeug treffen? Boah, es sieht schon krass aus. Ah, das ist auch der kleine Gasmaskenmanni. Schweißmaskenmann. Der Schweißmaskenmann. Was meinst du, wie der darunter schwitzt, du? Darum heißt er auch Axel. Axel. Das Fahrzeug hier ist auch noch auch nicht. Ich hab hier ist auch noch. Oh, nee, hier ein Auto. Aber fehlen die Reifen. Was? Ja, du hast doch einen in deiner Hosentasche. Ich hab einen und es ist noch einer da. Also, hier liegt auch noch ein anderer Reifen. Ich fahr, Alter, hier ist ein Reifen ist drauf. Ich will mitfahren. Hier kommt gleich lang gerollt. Gehen wir doch mal in die Maschine hier. Wart ihr schon mal in den Fliegern drin? Nee. Die quietschen. Hier sind Monster. Ja, da ist noch so eine Base oder so eine Military Base. Wenn du da einen Hang runter gehst. Sollen wir uns hier mal treffen wegen. Oh, ich habe eine Car Battery gefunden, Leute. Cut oder so? Ja, genau, komm, genau. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh nö. Doch dachte ich, jetzt, oh fuck, Junge. Komm zurück. Komm zurück, Junge. Ja, oh, er bringt was mit. Ja, ich denke. Ach du Scheiße. Alter, wir stehen denn da hinten? Oh, Mann, da kommen mal viele. Kommt doch eh, Drecksviecher, hä? Da knallt ihr die einfach über den Haufen. Keine Muni mehr, oh Gott. Au. Komm zu uns. Jetzt sterb bitte nicht. Benni, komm du lieber auch zurück, das sind viele, ne? Ja, ich komme. Ja, das sind ziemlich viele. Schnapp jetzt das Cantana. Wo Cantana, ich sag immer Cantana, warum auch immer. Cantana. Lass uns abbauen, das lohnt sich nicht. Hey. Das lohnt sich nicht, Leute. Was? Hier gehen die alle doch, zwei. Da hinten sind vielleicht Fahrzeuge. Ja, aber das sind zu viele. Ey, ich brauch Hilfe, Leute, ihr könnt doch nicht einfach gehen. Okay. Ja, super. Alter Vater. Uiuiui. Einer Scheiße. Liegt. Warte, komme. Oh, ich hab Angst, dass bei dir rein. Die gehen zurück. Sie snatcht den trotzdem, der ist doch down. Oh, kann ich mal wer wegnatzen gerade? Achso, ich sehe warte. Trotzdem, der ist ja down. Ja, nee, aber ich wollte, der muss ja jetzt fast tot jetzt sein. Lass doch komm. In Ruhe. Nee, da ist man aus dem Weg. Boah, da wird geschossen. Ja, bitteschön. Oh. Das sah irgendwie knapp aus, ich hatte noch einen Schuss. Ja, ich hatte auch gerade so, oh. Ich hab die Kugel vorbeisuchen hören. Okay, da gibt ja auch kleine Alter. Flugzeuge. Seid ihr bis dahin da gekommen? Da kommt ein Vieh! Ach nee, du bist das! Ja, aber Leute, ich bin getroffen shit, worden, wie auch immer das funktioniert hat. Ah, hier. Die Retter in der Not. Boah. Ich habe ein bisschen Angst vor der Rate, wie so ein Schwert schwingt, weißt du? Ob man da noch wen trifft, weil das ist nicht so, die Hitboxen sind nicht so wirklich genau hier alles. Okay, wo ist Benny? Wo seid ihr? Der ich bin bei den Feld. Flugzeugen. Da ja, der rennt da ganz zurück. Hinten. Siehst du diesen Pixel da hinten? Benny, komm zurück. Benny. Links, Benny, links. Ich wollte hier in das Flugzeug steigen. Ja, mach's ein andermal. Nächste Folge. Kannst du 5 Minuten machen. Ja, genau. Jetzt kommt der nicht zurückgerannt. Weißt du, wir sehen den auch noch, wie der einfach nicht zu uns kommt. Andere Richtung, Benny. Ach so. Benny.
Benny. Sag mal, sieht der uns nicht? Der rennt da, ist das noch in den Hangar rein oder was? Kleiner Abstich. Der ist so lootgierig, das ist unglaublich. Der ist die ganze Zeit still und lootet und dann hat er den Best Case. War in allen Spielen so. In Wein hier, in Daisy. Oh, noch ein. Ja, ey, komm jetzt. Ja. Ach, guck mal, wer hier liegt. Ganz zu, der kuscheln, ja. Sehr gemütlich aus. Der hat sich richtig schön gemacht hier. Ja, Smoker. Okay. Freunde, das war eine weitere Frage. Ja, nee, nochmal. Cut. Entschuldigung. Ich moderiere ab. Freunde, das war eine weitere Folge von Miscreated mit dem Saraza, mit dem Benny und Ranzratte. Wir sind gerade hier am Airfield angekommen und sind gespannt, was uns hier in der nächsten Folge erwartet. Dankeschön. Yeah!